das ist nichts für Mädchen und richtige Burschen weinen nicht. Entlang dieser Klischees hat die erste Klasse der HTL Zeltweg gemeinsam mit der AG Jugend ein neues Projekt gegen Gewalt und Rassismus gestartet. Und kürzlich wurde dieses neue Projekt feierlich präsentiert. Herzensbildung, das stand im vergangenen Schuljahr auch am Stundenplan der HTL Zeltweg. Die Klasse 1a HPTH hat sich mit dem Thema Antidiskriminierung und Gendergerechtigkeit auseinandergesetzt. Ja, hallo, ich bin die Lisa und ich bin die Klassensprecherin von der 1a und ich erzähle mal, wie es so zum Projekt gekommen ist. Also wir haben im Rahmen vom Religionsunterricht die Möglichkeit gekriegt, dass wir einen Workshop machen zum Thema Rassismus. Dann sind wir heute dazu gekommen, dass wir heute einen Workshop gemacht haben. Der hat online stattgefunden, eben wegen Corona. Und beim zweiten Workshop war unser Thema dann Gendergleichheit und generell Formen von Diskriminierung. Und da sind wir heute dazu gekommen, dass wir die Säule eben aus einem Modell heraus dann in echt gebaut haben. Und da sind auf der Seite halt eben Sprüche oben und wir haben auch da die Schubladen, weil man sagt, bei dem oft, man wird in Schubladen gestopft, eben dass man sagt, ja, der ist der, dann kommt der in die Schublade und das ist einfach im Kopf, das passiert automatisch. Und das ist einfach was, was die Menschheit nicht mehr braucht oder nicht mehr machen sollte. Und ja, wir wollten halt einfach ein Statement setzen, eben, dass es auch anders geht. Also mir ist beim Projekt ganz gut gegangen und vor allem mit den Mädels war cool, weil da haben wir eine gute Idee geliefert mit den Bändern. Vor allem, weil das auch bunte Bänder sind und bunt steht ja für Vielfalt. Und auch bei den Sprüchen sind auf verschiedenen Sprachen geschrieben, dass man da sehen kann, okay, das ist auch Vielfalt. Ja. Und das war eine ganz coole Idee und wir schauen jetzt schon, dass das umgesetzt wird, also bei uns in der Klasse auch, dass jeder gleichberechtigt wird. Mein Lieblingsspruch ist gerade, auf den Kärtchen steht einer, da steht drauf, ich weiß nicht, ob das geht, ob lech, dann hat halt und das heißt halt, egal ob Mann oder Frau, es ist immer noch ein Mensch. Freiheit ist eine Bedingung von Gerechtigkeit. Also mein Favorit ist, this isn't girls are better than boys, this is just everyone deserves a chance. Ja, also mein Favorit ist, both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. Weil es symbolisiert halt einfach, dass sie Männer und Frauen frei fühlen sollen, so alles zu machen. Mein Lieblingsspruch steht da an der Säule, nämlich Men of Quality Respect, Women's Equality. Und das probieren wir da an der HTL zu leben. Das Denkmal wird im kommenden Schuljahr selbstverständlich einen Ehrenplatz erhalten. Aber vorerst wünschen wir schöne Ferien!